Bauprojekte stehen still oder werden gar nicht erst angefangen. Ein Symptom für die insgesamt schlechte Wirtschaftslage in Deutschland. Das betonen 5 der wichtigsten Wirtschaftsinstitute in ihrer halbjährlichen Gemeinschaftsdiagnose. Der wichtigste Grund dafür ist, dass sich die Industrie und der Konsum langsamer erholen, als im Frühjahr prognostiziert worden war. Denn die Inflation ist nach wie vor hoch, aktuell 4,5%. Für dieses Jahr gehen die Experten davon aus, dass die Wirtschaft schrumpft, um 0,6%. Für 2024 soll sie moderat wachsen, um 1,3%. Die Inflation für das gesamte Jahr sehen die Forscher durchschnittlich bei 6,1%, im neuen Jahr dann bei 2,6%, unter anderem dank gesunkener Energiepreise. Damit haben womöglich Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mehr Geld zur Verfügung und konsumieren auch wieder mehr. Weiter in die Zukunft geschaut, bereitet den Wissenschaftlern der gesellschaftliche Zusammenhalt Sorgen. Derzeit gerät etwas in Gefahr, das bis vor kurzem in Deutschland als selbstverständlich erachtet worden war. Nämlich ein gesellschaftliches Klima, welches Haushalten und Unternehmen das Vertrauen gibt, dass die Grundregeln unserer Gesellschaft allgemein akzeptiert werden und dass diese Grundregeln deshalb auch in Zukunft Bestand haben werden. Darunter fallen Selbstverständlichkeiten wie der Respekt vor allen Mitmenschen und vor dem Eigentum und der Handlungsfreiheit anderer. Aktuell würde extremes Gedankengut zunehmen und das gefährde demnach auch die deutschen Wohlstandsaussichten.